Hallo Leute und herzlich willkommen, mein Name ist Minecraft953, ja, und ich begrüße euch hier herzlich zu einer neuen Folge von OMSI, der OMSI Bus Simulator. Ja, wir sind hier heute auf der Map Mehldorf und fahren heute vom Mehldorf Lindenplatz zum Hunddorf oder Hundplatz oder wie soll man das auch immer nennen, wir gucken mal eben nach Hunddorf, ja, was für ein merkwürdiger Name. Wir fahren heute mit den MANLS. Jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen. MANSD 200. Ja, und D oder SD 77 mit den Mehldorfer Repaint, Mehldorfer Verkehrsbetriebe. Und ja, ich muss echt sagen, mir gefällt das Ganze sehr. Ich habe dagegen nichts auszumeckern. Wir stellen dann schon mal die, ja, ganze Sache ein hier und wir fahren heute die 226, das heißt, das müssen wir auch mal eben einstellen. Da haben wir hier schon die 2, hier müssen wir auch noch mal eine 2 suchen. Wo ist sie? Da ist sie und hier mal eine 6. Ja, und dann geht das auch gleich schon los. Da ist die 6. Richtig, ist es hinten denn jetzt auch? Mal gucken. 2, 6, 6. Ja, wir stellen es aber nochmal im IBIS ein. Denn da finde ich das Ganze doch schon blamiert. Löschen. 2, 2, 6, 0, 0. Route war das die 0, 1. Ja, so, Standlicht, wir haben ja hier noch Offenhalt. Ich muss sagen, trotz dass ich der Fahrer bin, also dass ich den Bus leiten werde, jetzt die Fahrt, wollen die Leute da vorne einsteigen, aber das ist hier glaube ich nur eine Bug-Anzeige, weiß ich auch nicht ganz. Aber naja, so ist der Bus für mich alleine. Wir werden auf jeden Fall reales Wetter machen, nämlich Stuttgart. Oh, in Stuttgart regnet's. Da habe ich mal glatt die Scheibenwischer an, sonst sehe ich ja gar nichts. Also regnet doch schon ganz schön stark für meine Verhältnisse. Es ist auch unter 15 Grad, sehe ich gerade. Dann stellen wir doch gleich mal die Heizung an. Machen mal Innenbeleuchtung hier rein. In oben, in unten, Fahrer aber nicht, Motorkühlung, Dauerbremse aus, ach, können wir einen machen. Schnell wischen. Kann auch langsam wischen. Ja, und dann würde ich sagen, komm, wir machen wir schon mal den Motor an. Holen unser Dings wieder. Machen auf Dauer. Gucken, ob alles stimmt. Und ich würde sagen, da fahren wir doch auch schon mal ab. Ach so, Mann. Ja, die Festhaltebremse. Und die Haltestellenbremse. Und Licht an. Und Abfahrt. Ja, das Ganze ist vielleicht ein bisschen laut. Tut mir leid. Aber dafür kann ich nichts. Denn das ist halt so. Nicht wundern, ich habe noch nicht genug Druck drauf, deswegen geht auch gerade so der, ja, rote 8 hier ist schon erst halt still. Deswegen geht da auch der Druck runter. Ist das schon die erste halt still? Ja. Guten Abend, guten Abend. Ja, sprechen Sie nicht mit mir. Kommen Sie einfach rein. Verstehe ich schon. Verstehe ich. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, und es ist halt eine Map, die geht ungefähr 25 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob das eine neue Map ist. Es fängt auch schon auf, also es hört auf zu regnen. Sehe ich gerade. Oder? Naja. Es macht so Nieselregen, kann man sagen. Warte mal, ich probiere mal was. Regnet es jetzt immer noch?
Kollege, komm, fahr schneller. Ja, dann lass mich rum, ist auch gut. Ja, wir sind ja auch schon am Löwenweg angekommen. Richtig. Logoweg, nicht Löwenweg. Ja, ich habe gerade Löwenweg gelesen. Ja, weiß ich auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Es fängt schon wieder doll an zu regnen, ne? Oder habe ich nur das Gefühl? Naja, weiß ich auch nicht. Mal gucken. Sofort. Jetzt kommt Polostraße. Also hier sind echt... Also hier sind echt so Haltestellen, da frage ich mich, was sind das für Haltestellen? Die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, beziehungsweise auf die Straße. Die Haltestellen sind echt dicht aneinander, das muss ich mal ehrlich zugeben. Da war einer nicht sehr kreativ, aber die Map so an sich, wenn ich jetzt auf den ersten Blick sagen würde, ich fahre die nämlich zum ersten Mal, gefällt mir doch schon ziemlich. Und das ist kein... oder sowas, das ist wirklich die Wahrheit der Wahrheit. Aber ich muss ehrlich sagen, die Haltestellen, vielleicht sind die jetzt auch die ersten zwei nur ein bisschen nah aneinander gewesen, aber wir sehen das ja noch, ne? Nee, das wird, oder? Ah, ich brauche schon dafür. Ja, wir dürfen ja 80 km/h fahren. Wir haben auch, dass wir in dieser Kurve 80 km/h. Aber naja. Ach, da kommt ja ein Auto, man darf ja auch Fernlicht. Ach, da komme ich immer durcheinander. Aber naja. Kann ich nichts ändern? Ja, jetzt tut's mir auch leid. Die wollen aussteigen, weil ich da... Naja, tut mir leid. Kann ich auch nichts gegen ändern. Also ich muss sagen, ich bin auch echt ziemlich müde. Es ist... Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich spiele zwar reales Wetter, aber ich habe mit der Zeit ein bisschen gestümmelt, damit ich halt so, keine Ahnung, ein bisschen... Ach, weiß ich auch nicht. Kann ich nicht direkt erzählen, aber... Also, ein bisschen viel dazwischen gekommen heute. Und dann dachte ich mir mal, bevor die Zeit jetzt wirklich so anzeigt und um diese Uhrzeit leider gerade den letzten Bus verpasst habe, muss ich natürlich jetzt so den letzten Bus nehmen, aber... Ich denke mal, das ist auch okay und das ist selbstverständlich, aber weil ihr mir eigentlich ja... Eigentlich jetzt nur von mir kennt, dass ich halt die originalen Dinger spiele, also die originale Zeit und alles. Aber man kann ja nicht alles immer so haben, wie man es haben möchte. Kaltheim. Also Warmheim und Kaltheim. Guck mal da, jetzt kann ich die Serien steuern. Guck mal da. Also ich bin nicht besoffen. So ist es schon mal auszuschließen. Abend.
Der lässt mich natürlich noch rein, so freundlich ist der junge Mann. Oh. Oh, Kaltheim Bahnhof. Jetzt kommt ein interessanter Bahnhof, also da müsst ihr mal drauf achten, das interessiert mich echt. Es ist eine fiktive Map. Wie gesagt, alles findet ihr auch in der Videobeschreibung. Aber die Map an sich, die hat mir so gefallen, deswegen dachte ich mir immer, warum nicht? Das meine ich. Ah, ah, ich falle, glaube ich, gleich im Arsch rein. Nein, 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 Kollegen, komm, 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 komm. Komm sie rein. Jetzt können sie reinkommen. Ja, kommen sie doch. Guten Abend. Das nie reden, ne? Habt ihr die Sprache verschluckt oder was? Ich gehe auch den nächsten Busfahrer, lege einfach das Geld und mal gucken, was er mir ergibt. So, muss ich gucken. Wir müssen natürlich rechts rum. Wäre ja auch schwachsinnig, wenn wir wieder links rum müssten. Ah naja, der lässt uns vorbei. Dankeschön. Und weiter geht's Richtung Schlauchdorf. Also man muss ehrlich sagen, wenn man sich so die Haltestellen anhört, das sind so, naja, wie soll ich sagen, so Haltestellen für jedermanns Sache. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich meine, es ist, Fantasie, es ist ja auch eine Fantasie-Map. Sehr interessant, die Map. Und, naja. Ne, jeder hat einen anderen Geschmack und ich meine, das ist mir dann doch zu viel Fantasie. Ja, das war gerade eine ganz knappe Sache da. Aber, was ich ja sagen wollte, da hat einer unter meinem letzten Video geschrieben, hier, spiel doch mal lieber das Spiel oder sowas. Oder nee, gar nicht, das war im Omni-Forum, da habe ich mal einen Link gepostet. Spiel doch mal lieber das Spiel. Da hat er mir Drive to Race geschickt oder sowas. Also da muss ich echt schon anfangen zu lachen, weil ich meine, so schlimm fand ich den letzten Unfall auch nicht. Und ich möchte mal seine Fahrkünste sehen. Im Gegensatz zu ihm traue ich mir halt ein Video zu drehen. Und auch wenn ich da mal einen Unfall baue, und meine Fahrkünste sind zwar nicht die besten, ne, gebe ich auch selber zu, ich sag ja nichts gegen. Also ich meine, ich spiele das Spiel aus Fun, um euch unterhalten zu können und halt mit euch Spaß zu haben. Und so bringe ich euch auch hin und wieder mal zum Lachen. Also ich meine, ein Kumpel von mir, der lacht schon ziemlich oft. Ne? Also er lacht mich nicht aus, ne? Ich weiß, wie er das da meint, ne? Und im Gegensatz zu euch traue ich mich dann sowas zu zeigen. Ich frage mich dann hin und wieder, hat er nicht den Mut, das zu zeigen? Oder was ist dabei los oder sowas? Das ist halt das, wo ich sage, ich bin eine Marke für sich, kann man sagen. Ich versuche euch zu unterhalten und würde ich euch nicht unterhalten können, hätte ich ja nicht 402 Abonnenten, wo ich das letzte Mal geguckt habe. Also dann muss man wieder so überlegen, ne? Was ist da jetzt wahr, was ist da nicht wahr? Aber naja, ich sage immer so, ne? Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Jeder darf seine freie Meinung sagen. Und so sind wir alle zufrieden. Ich möchte ja einfach nur, dass ihr glücklich seid, dass ich euch zum Lachen bringe. Und mehr nicht. Ja klar, doch, ich möchte euch noch unterhalten, aber das ist dann aber auch wieder schon wieder, ne, so hier, ne?